Ja, huhu und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Vampire V20 auf diesem kleinen Kanal beim Koali. Und ja, wir spielen in Chicago der Neuzeit und wir spielen noch die 20. Edition von. Ja, die, nein, nicht, ja, nicht die 20. Version. Das ist die V20-Version von Vampire the Masquerade mit einem uralten Sourcebook. Und. Viele haben gefragt, ihr habt doch mal angefangen, die Beta-Regeln von der V5 irgendwie mit einzuführen. Da ist es dann irgendwie leise und konig wieder verschwunden. Das stimmt, weil keiner da irgendwie mehr groß Lust drauf hatte. Ja. Aber jetzt, wo sie 3 Tage noch ist, bis die neue Edition erscheint, kann man das ja ruhig nochmal erwähnen, dass sie bald erscheint. Mal gucken, ob wir dann wechseln oder nicht. Ich denke eher nicht. Gut. Aber ich spiele wie immer nicht alleine. Ich spiele mit zwei nicht bebilderten, zwei bebilderten Leuten zusammen. Also zwei bilde ich mir eigentlich nur ein und die anderen beiden gibt es wirklich. Einmal die Einbildung per se, William Andrews oder Mortifer Morse alias Joe. Hallo. Genau. Diesmal direkt mit Ton. Guck mal, ich habe gelernt. Aha. So, und dann haben wir Sere, die spielt nämlich Emma Williams. Aloha. Und dann habe ich Spieler mit Bild, nämlich Leopardin 202 als Melina Farinadis. Guten Abend. Und Mischka spielt Jonathan Bauer, der heute auch ein aktualisiertes Clan-Symbol hat. Ei, Gude zusammen. Aus dem aktuellen Clanbild, mit dem aktuellen Clanbild. Jetzt haben, glaube ich, alle ihr aktuelles Clan-Bild. Endlich mal. Ja. Keine Verwirrung mehr entsteht da draußen. So, ja, irgendjemand wollte der großen Zuschaueranzahl erzählen, was beim letzten Mal passiert ist, bevor wir Ich, weitermachen. ja. Immer die Streber zuerst. Schlimm. Ja, wir beginnen mit das Verhängnis nahm seinen Lauf. Oder naja, es fing eigentlich ganz harmlos an. Wir besuchten Maureen und trafen sie tatsächlich bei ihr zu Hause. Sie buk gerade, backte, backt, egal. Sie tat Waffen tun, Muffins tun. Wir erzählten ihr von dem Mann aus dem Gin. Und erwähnten das Thema Abkommen mit den Garou, wovon sie nichts wusste. Die Stadtchronik der Vampire verbrannte damals, als der große Brand von Chicago war. Seltsames Bild im Bild bei dir, Quali. Ja, gut. Ja, gut. Maureen und Wilden überlegten dann, die ganze Stadt abzubrennen, was wir zum Glück irgendwie wieder aus ihren Köpfen verdrängen konnten, den Gedanke. Wilden bekam dann einen Ellbogen von Melina in die Rippen und eine Belehrung von Jonathan über das Thema Menschlichkeit, die ja genau den großen Unterschied macht, ob wir wilde Kreaturen sind oder ja, uns noch irgendwie menschlich verhalten. Dann wollte uns tatsächlich Maureen zeigen, wie man durch den Spiegel oder durch eine Spiegeltür in die Spiegelwelt geht. Sie hatte da ihre ganz eigene Methode. Sie sagte zu William, er sollte sich vor diesen Spiegel stellen und die Augen schließen. Und mit Hilfe eines Baseballschlägers beförderte sie William durch den Spiegel. Ja. Aber es hat tatsächlich funktioniert, dass William eine Vision davon hatte, ob des Aufschlages oder warum auch immer. Zwar von einem Wesen, welches unter der Erde festgekettet ist und von anderen Wesen Kraft entzogen bekommt. Es gibt eine große Explosion und danach, also in dieser Vision immer noch, danach sah William einen roten Mond, einen Blutmond am Himmel. Danach wachte er wieder auf. Danach fuhr Melina zu den Gangrel und Jonathan verabschiedete sich unter einem Vorwand, in die Bibliothek zu wollen und fuhr zum Prinzen. Er wollte petzen gehen. Ja, erzählte ihm dann auch von den neuen Informationen, von den seltsamen Vorahnungen über Portia, dass er bei ihr in der Aura schwarze Linien, also ein Hinweis auf so. Danke, fiel das Wort gleich ein. Ja. Diablerie fand, er sagte, nein, ich habe die schon wie oft gescannt, das kann nicht sein und na super.
Dann fragte sich Donovan, ob er vielleicht unter Beherrschung von Portia steht, was natürlich seinen Verdacht bestätigen würde. Ja, mit hängendem Kopf verließ Donovan die Gemächer des Prinzen, um mit dem Aufzuge wieder ins Erdgeschoss zu fahren. Dort trat ein Mann ein, den er erst ihm bekannt vorkam, aber nicht genau zuordnen konnte. Er sagte dann, ja, wir kennen uns aus Gary und ihr habt mich da gerettet, und klingelte es immer noch nicht, als dann irgendwann der Groschen fiel und wir dachten, ah, Melede, na klar. Also den Ahn, den wir da ganz am Anfang irgendwo rausgerettet haben und wir mit Blut versorgt haben und der mit Jonathan Blutpakt hat, deswegen ist Jonathan beim Primär rausgeflogen, der ganze Kram halt. Und erzählt, dass er den Pakt mit den Werwölfen geschlossen hat und mit den Oktener zusammen den Schild erschaffen hat, welchen den Kern der Erwerwölfe schützt. Das ist ja schon mal eine ganz neue Information. Wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Werwölfe, dass die Vampire von dem Krieg gegen die Werwölfe abhalten und auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie den Kern nicht angreifen. Währenddessen ist Melina ja zu Inyanga. Wie wird das ausgesprochen? Inyanga. Glaube ich. So spreche ich sie aus. Ja, gut. Diese bestätigte dann, dass Melina auch den Pakt mit den Werwölfen geschlossen hat. Das war schon mal Bestätigung dafür, dass A, er wirklich Melina ist und B, nicht lügt. Zurück im Apartment, beziehungsweise im Apartment bei Emma und William fiel auf, dass der Gargül auf dem Nachbardach vor ca. 30 Minuten verschwunden ist. Wer hätte es gedacht, natürlich war der Abend noch nicht langweilig genug, beziehungsweise nicht actionreich genug so rum. Zu langweilig bis jetzt, wollte ich sagen. Da tauchte der Kaiser auf und wollte, dass Emma sich von uns abwendet, beziehungsweise wir uns von William. Das ist mir jetzt nicht mehr so ganz so klar. Auf jeden Fall ging es damit auf, dass William dachte, der Depp, mit dem mache ich jetzt mal einen ziemlich coolen Move und zeige dir mal, was ich kann. Es ging dann so weit, dass der Kaiser dabei, nicht mehr aufstand, also auch nie wieder aufsteigen wird. Und mit dem epischen Abschlusssatz von Emma an Jonathan, zwei Kinder sind eines zu viele, endeten wir dann. Ja, genau. Ich glaube, das war die Textmessage, die Emma an Jonathan geschickt hatte, nicht wahr? Ach so, ja. Stimmte das, Serie? Ja. Ja. Genau. Jemand in den Kommentaren auf YouTube hat geschrieben, dass man das doch gar nicht, diesen komischen Wrestling-Move gar nicht machen kann, wenn der andere nicht mitmacht. Doch, kann man. Seht ihr doch. Ja, gut. Aber gut, er hat auch dazu, zu seiner Ehrenrettung dazu geschrieben, aber Morte von Maus ist ja nun mal auch Vampir, der kann das bestimmt. Genau, weil er war ja nicht Morte von Maus, deswegen konnte er das nicht. Ich hoffe, dass das keiner zu Hause versucht. Kinder, macht das zu Hause nicht nach. Nur im Beisein eurer Eltern und so weiter. Ja, auch dann nicht. So, ja. Jonathan bekommt eine verzweifelte Nachricht auf sein Telefon. Da ich ja fahre, drücke ich dann die Sprachaufnahme. Was denn los, Emma? Ich bin sowieso auf dem Weg. Ich habe interessante Neuigkeiten. Beziehungsweise, Moment, wollte ich nicht. Moment, ich hatte Melina angeschrieben. Wir wollten uns doch nochmal treffen vorher. So war's, ja. Ich komme so schnell ich kann. Ja. Ja, wenn ich sowas sehe, dann schreibe ich aggressiv. Also die in der Wohnung sehen, dass ich auf mein Handy einhämmer. Ich brauche euch jetzt. William hat jemand getötet. Emma, was machen wir denn jetzt? Der ist gestorben. Der war gar kein Vampir. Der ist nicht gestorben, du hast ihn getötet. Das wollte ich nicht. Warum machst du dann sowas? Aber ich bin noch Wrestler. Ich meine, als Wrestler muss man doch ab und zu auch mal wresteln dürfen. Im Ring mit erfahrenen Leuten, die wissen, was du vorhast. Aber nicht alle im Ring wissen, was ich vorhabe. William,
ganz ehrlich, dieser Mann dort, und ich zeige auf den Toten am Boden, ist weder Sportler, wie man schon an seiner Statur erkennen kann. Oh ja. Noch hatte er irgendwelche Ahnung von Wrestling oder auch nur irgendeine Handhabe gegen einen Muskelprotz wie dich. Wie kommst du auf den lächerlichen Einfall, dass er diese Aktion überleben könnte? Naja, ich meine, guck mal, ich hab damals noch gar nicht so lange her, da habe ich im Ring gestanden gegen einen, der sah fast genauso aus und war auch nicht besonders trainiert. Wie lauteten die Absprachen? Ich gehe zu Boden, erst mache ich ein Whip-In, dann eine Clothesline, dann springt er über mich drüber, dann schmeiße ich mich an... Hier mal einzusetzen. Ihr hattet ganz genaue Absprachen und du hast dich im Endeffekt für ihn hingelegt? Naja, wenn man es genau nimmt, dann schon... Fällt dir der Unterschied auf? Ich wollte das nicht. Sowas sollte man sich im Vorhinein überlegen und ich hoffe, das wirst du auch mal tun. Dieser Mensch ist tot. Naja, ich konnte ja nicht wissen, dass es ein Mensch ist. Ich meine, das ist der Kaiser. Es gibt Gerüchte, also es gibt nicht Gerüchte, es gibt Geräusche. Gerüchte. Es gibt Geräusche aus dem Flur. Wo die. Ja, aber wir hatten den ja schon. Ja, er hatte den zurückgezogen, aber die Tür ist ja halt zerdappert. Hm? Bring ihn in den Nebenraum, los! Natürlich! Ich hebe ihn auf die Schultern und trage ihn rüber. Ist da irgendwo Blut zu sehen? Nee, der hat sich ja nur das Genick gebrochen. Also der hat ja auch die Nase zertrümmert und so, es sind ein paar Blutflecken auf dem Teppich so, aber ja. Also die Tür ist halt total zerschmettert. Ja. Portia steht auch noch total geschockt irgendwie in der Tür von ihrem Zimmer. Und du geh auf dein Zimmer und tu sowas niemals! Aber ich habe extra noch den Spruch gehalten. Weg mit dir! Ja. Ja, wo tut er denn hin, die Leiche? Na, erstmal in einen anderen Raum. Ich weiß jetzt nicht, wo genau. Ich habe ja nur gesagt, anderer Raum. Ja. Welcher Raum? Ich schleppe ihn ins Badezimmer. Ins Badezimmer. Lege ihn in die Badewanne. Mhm. Schön. Ja, dann gehört hier Schritte vom Flur. Und dann so, was ist denn hier los? Wer ist das? Ja, du meinst die Stimme des Security-Mitarbeiters des Gebäudes zu hören. Alles in Ordnung. Mein Freund hat nur geübt und dabei ist eine Tür zu Bruch gegangen. Ich informiere sofort die entsprechenden Leute. Das sieht ja fürchterlich aus. Ja, so eine kaputte Tür. Soll ich ihm beim Aufräumen helfen? Da gibt es, glaube ich, nicht mehr viel aufzuräumen. Die Tür ist im Arsch. Ich hole jemanden, der die repariert, also nicht repariert, der eine neue bringt. Und die können dann den Schrott entsorgen. Na und, so teuer wird die schon nicht sein. Wenn Sie meinen, Miss. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die mal so 1500, also das geht ja echt. Aber Ihnen geht's noch gut, ja? Und ja. Schaut dich so total besorgt so an. Und ihr Freund ist auch wieder beruhigt. Er hat geübt, er ist Wrestler, verstehen Sie die... Ja, ich sollte ihm einfach mal beibringen, dass er das Üben in seiner Turnhalle machen sollte. Der hat sich ein bisschen die Pfote wehgetan, aber das schadet nicht. Er sollte daraus lernen. Er ist jetzt im Bad und kühlt sie und ich kümmere mich um die Tür. Alles in Ordnung, danke. Schön, dass Sie so schnell zur Hand waren, da kann ich mich sicher fühlen hier. Ja.
falls noch irgendwas ist, ich werde sie über die Kameras im Auge behalten. Die Kameras sind auf dem Flur, oder? Mhm, ja. Ja, vielen Dank. Das heißt aber auch, dass wahrscheinlich auf den Kameras drauf ist, was passiert ist. Wie lange haben Sie denn noch Dienst? Das ist ja bestimmt anstrengend. Also ich hab Nachtschicht bis morgen früh. Ach, Sie Armer. Vielleicht kann ich Ihnen ja nachher einen Kaffee vorbeibringen. Wo Sie saßen unten, ne? Ich habe aber auch wie immer eine Teekanne mit. Meine Frau macht den besten Tee der Welt. Wie kann ich mich anders bedanken für diese prompte Zuhilfeeilung? Also, ich mache Ihnen den besten Kaffee, den ich da habe, und bringe Ihnen den gleich runter. Ja, sehr schön, danke. Und wenn er verschwindet, dann gehe ich auch mal so ums Eck und rufe Melina an und lass es ewig lange klingeln, bis sie endlich rangeht. Hallo? Melina! Ich habe ein großes Problem. Du musst kommen und bring Jonathan mit und die Kavallerie! Welche Kavallerie? Um Gottes Willen, was ist passiert? Ich gehe in einen anderen Raum, schließe die Tür und flüstere so ins Telefon. William hat den Kaiser umgebracht und scheinbar ist das auf den verfickten Kameras zu sehen. Und der Security-Mann, ich hoffe nur, er guckt es sich nicht an. Wir müssen irgendwas machen. Scheiße. Du kannst das Augenrollen durchs Telefon hören. Ja, ich bin hier sowieso fertig und wollte mich gerade auf den Rückweg machen. Beeil dich bitte! Und lass mich nie wieder mit diesen zwei alleine! Ich bin unterwegs. Schneller, bitte. Ja. Dann wirst du wohl schneller fahren müssen. Ja, ja, ich bin ja aber auch noch, ich wollte mich ja auch noch mit Jonathan irgendwie kurz schließen. Ja, Konflikte. Konflikte, ja. Ich rufe Jonathan an. Ja, hallo? Jonathan Bauer hier? Hi, Jonathan, Melina hier. Du, hat Emma dich auch schon angerufen? Sie schrieb mir, dass wohl etwas Dringendes wäre und wir sofort kommen sollten. Ich meine, wir können unser Gespräch ja auch noch später führen, dann müssen wir nur wieder einen Grund führen, wie wir von dort wegkommen. Finden, nicht führen. Ja, aber das kriegen wir, glaube ich, irgendwie hin, weil da ist, glaube ich, gerade echt die Kacke am Dampfen. William hat den Kaiser umgebracht. Und wahrscheinlich ist es auf der Kamera vom Flo drauf. Ich habe gerade ein Rauschen in der Leitung. Hast du gerade gesagt, er hat den Kaiser umgebracht und ist es auf Kamera? Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Ja. Hat er ein Glück, dass ich die Stadt nicht verlassen kann. Ja, und wieder einmal dürfen wir hinter ihm aufräumen und aufpassen, dass wir nicht... Oh, scheiße, ey. Zum Glück interessiert das wahrscheinlich in der Vampirwelt jetzt gerade keinen so riesig doll, weil der Fokus jetzt woanders liegt. Aber ich denke, der alter Vater des Kaisers wird nicht sehr erfreut sein. Genau, aber sonst könnten wir... Aber lass uns erstmal dahin fahren, jetzt schnell das Gespräch führen wir später und ne, wir treffen uns gleich da. Verstehe. Ja. Gut. Dann, ja. Dann kommt ihr irgendwann an dem Hochhaus an, wo Emma oben ihr Apartment besitzt. Und unten, die Eingangshalle ist beleuchtet. Der Security-Mitarbeiter sitzt ein bisschen gelangweilt vor seinen Bildschirmen. Und, im Raum selber ist außerdem noch eine junge Frau, die
anscheinend von dem Security-Mitarbeiter nicht weiter beachtet wird, die dann aber, als ihr euch dem Gebäude nähert, dann auch aufsteht, zu dem rübergeht und mit ihm spricht und dann er sie erst realisiert, richtig. Anscheinend. Würde mir durch die Glasscheibe sehen wir das, oder? Genau, von draußen. Ja. Würde ich mir mal die Aura der jungen Frau angucken, ob die eine von uns ist. Mhm. One of us. Trägt einen Kapuzenpulli, lange Klamotten, weit geschnittene Klamotten, Jeans und Stiefel. Na, die 1 hat die 10 gefressen. Ja. Dam, dam, dam. Lack mag mich einfach nicht. Ja, es fällt dir schwer, die Aura zu lesen, beziehungsweise das funktioniert einfach nicht. Dass du dich nicht richtig konzentriert bekommst, vielleicht ist doch die Glasscheibe schuld oder so. Es verschwimmt immer wieder. Vielleicht ist auch die Hektik jetzt, oder du kriegst dich nicht richtig konzentriert. Ja, dann tretet ihr in das Gebäude ein und ja. Der Security-Mann kennt euch ja. Grüßt euch nur kurz. Die Frau guckt euch um und in dem Augenblick erkennt er sie auch als die war auf dem Treffen im Succubus-Club. Also eine von uns. Also zumindest ne. Dann ist, saß die in der hinteren Reihe bei den Ghulen, oder? Die saß, ist, wo die genau gesessen hat, kannst ja mal eine Probe machen auf Wits und ja, was kann man da nehmen? Schlag mal was vor. Awareness. Alertness. Ja, mach das mal, Wits und Alertness. Das ist schon ein Wurf, der mir wesentlich besser gefällt, auch wenn... Ja, sehen wir gleich. Da. Oh. Ja. Gut, dann wirst du dich erinnern, dass sie wohl bei den Vampiren gesessen hat. Sich aber sehr weit hinten gehalten hat, also. Aber es ist nicht klar, für welchen Clan sie gesprochen hat, oder? Die hat gar nicht gesprochen an dem Abend. Oder in irgendeiner Gruppe hier, wir sind die, saß und dann einfach. Dir ist damals aufgefallen, dass sie sich von Don, von William ferngehalten hat. Könnten jetzt ein paar sein. Also ich meine jetzt von den Fraktionen, die sich von den Alkavianen fernhalten. Ja, wir sollten vielleicht erstmal umhören, erst mal nach oben gehen, ist. Genau. Aber die Dame, die dort beim Wachmann ist, ist eine von uns. Weißt, was okay. Auch immer dort geschehen ist. Die Clans wissen bereits Bescheid. Mist. Schon. Und wenn wir jetzt Pech haben, dann schwatzt die dem das Video ab. Na, besser als wenn das Video zur Polizei kommt, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, wir gehen jetzt mal hoch. Da können wir jetzt, also mir fällt jedenfalls nichts ein, wie man da jetzt irgendwie intervenieren kann und dazugehen kann, mit welchem Argument man da irgendwie jetzt die Szene crasht. Wir gehen erst mal hoch, würde ich sagen. Ja, über natürlich können wir da auch nichts machen. Ja, dann gehen wir nach oben. Ich stehe auch schon in der Tür und schaue in Richtung des Fahrstuhls und erwarte sie sehnsüchtig. Also Dejo, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung, aber wenn du das als aufmerksamer Zuhörer noch so ein Gedächtnis hast, dann
nehme ich das jetzt mal so und dann müsste Jonathan das auch in Erinnerung geblieben sein, dann, dass sie sich für William ausgesprochen hat. Zwar einmal. Ja. Haben mich, hätten mich jetzt sonst meine alten Gedanken getrügt. Ja, dann steigen wir aus dem Fahrstuhl und sehen wahrscheinlich erstmal die zerbrochene Tür, ja. Also die Überreste genau. Der Tür. Im Flur liegen, ja, die Splitter überall. Und es riecht so ein bisschen nach, nicht viel, aber es riecht nach Blut. Also ihr als Vampire könnt das wahrnehmen. Oh, ich denke, ich muss nicht nachfragen, wer das, ja. Da seid ihr ja! Kommt rein! Ja, naja, also zu dir mit rein. Und dann zeige ich sie ins Bad. Ja, Portia steht wieder in der Tür. Wer ist denn da gekommen? Oh! Ich komme aus dem Bad. Er liegt in der Wanne. Ich habe... Psst! Die Kameras! Aber hier drin haben... ja nicht, oder? Nein, aber Profone? Die Tür ist kaputt. Profone? Ich, Auf jeden Fall liegt er in der Wanne. Und ich wollte das nicht. Dessen sind wir uns selber sicher, William, was die Tatsache aber nicht ändert. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit ihm? Naja, Vorschläge? Also, ich hab keinen. Gucke Emma an. Wenn ich einen hätte, hätte ich euch ja wohl nicht gerufen. Sollen wir ihn verschwinden lassen, oder? Ja, ich möchte ihn nicht in meiner Wanne haben. Verschwinden, verschwinden, nie wieder auffindbar verschwinden lassen, oder? Du möchtest, dass er wieder auftaucht? Also ich nicht. Wir könnten ihn verhüllen und also irgendwie einpacken, zu seiner Herrin bringen und William sagen lassen, es war ein Versehen. Bestfall sagt sie, ja, kommt vor. Schlimmstfall weiß ich nicht. Oder wir lassen ihn verschwinden und tun so, als wüssten wir nichts davon. Aber im Sicherheitsraum unten befindet sich eine, ein Kainskind, also einer von uns, die auch bei der Versammlung da war. Deswegen gehe ich davon aus, dass das, was dort auf den Bändern ist, schon in die Hände von irgendwelchen anderen Vampiren gespielt wurde. Und wenn wir ihn dann wegschaffen, wird es nur noch schlimmer für uns. Es sei denn, wir lassen diese Vampire mit verschwinden. Ja, dann... Das wäre mir echt zu heiß. Ich befürchte, wir müssen hier mit offenen Karten spielen. Ja, ansonsten könnte ich alternativ anbieten, einen Gartenhäcksler herbeizubeschwören. Dann müsste William die Leiche portionsweise im Klo entsorgen. Ich werde es nicht tun, das sage ich gleich. Meine Menschlichkeit ist mir heilig. Ich werde es auch nicht machen. Doch, du hast uns die Sache eingebrockt, dann siehst du auch, wie du sie wieder auslöffelst. Sowas nennt man Konsequenzen des Erwachsenseins, William. Oh Mann. Ich hasse Erwachsensein. Können wir ihn nicht einfach in den Fluss schmeißen? Eine hervorragende Idee, aber nein,
Können wir ihn nicht begraben? Ich meine, es war ja nur ein Versehen und irgendwie war mir ja auch... Er war zwar komisch, aber er gehörte zur Familie. Welches? Keins Kind steht denn da unten, bitte? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie war in der hinteren Reihe bei unserer Verhandlung. Soll ich mich drum kümmern? Ich könnte sie mal fragen. Nein, du bleibst hier. Genug Ärger für heute. Hey, nicht von mir. Wenn sie ja, nur und so soll es auch bleiben. Nein. Sie ist ein Kind. Das klären jetzt die Erwachsenen. Und zwar am besten die, und ich schaue böse zu ihm, die es auch verursacht haben. Wenn es sein muss. Ja. Dann mache ich das eben. Also das Klären, nichts anderes. Wir haben nicht gesagt, wie weit das Klären geht, aber fang mal damit an. Okay, also ich mache mich dann mal auf den Weg zu der Kaiserin. Erstmal zu der Dame unten im Videoüberwachungsraum, oder? Was soll ich da? Sie aushorchen, für wen sie arbeitet und ob sie irgendwie durchscheinen lässt, dass sie die Bänder hat oder mitnehmen will oder was auch immer. Aber das kann Emma doch viel besser. Ja, aber Emma hat den Kaiser nicht umgebracht. Das ist der springende Punkt. Ja, schon, aber trotzdem kann Emma das doch besser. Emma! Wenn das eine Vampirin ist, dann heißt das nicht, dass ich das besser kann. Ich kann doch keine, die schon ewig Vampir sind, beeinflussen. Das ist nicht gut. Wieso nicht? Das ist gar nicht gut. Am besten, wir gehen einfach alle zusammen. Wie wär's? Wir sind doch Freunde. Wir klären das zusammen. Okay? Wir lassen Porzer hier oben alleine. Ich bin auch Freundin. Dann nehmen wir sie halt mit. Yes. Also, los. Ja. Ich geh vor. Vor uns auf der Treppe, du wirst nicht vorrennen, oder? Bis zum Aufzug. Wird dann nicht ohne dich fahren, Jonathan. Das ist sehr nett von dir, Portia. Danke. Lächel dich an. Geh zurück. Endlich passiert dir mal was Spannendes. Ja, unser Leben ist auch so langweilig. In der Tat, wir haben uns die letzten... Ah! Und noch länger gelangweilt. Ja, fahrt ihr nach unten in die Lobby. Mhm. Ja. Jo. Tun wir das. Ja, kommt in der Lobby an und ja, die Frau ist nicht mehr da. Und der Typ sitzt halt, ja... gespannt auf den Bildschirm schauend noch irgendwie in seinem Sitz. Ich habe auch eine Kanne Kaffee wirklich gemacht und mit runtergenommen. Ja, okay. Dann duftet der schön zu ihm herüber und er schaut dann auch zum Fahrstuhl rüber, wo er rauskommt und dann, oh, mein Kaffee, perfekt. Das ist ein sehr schönes Timing. Ja, mein Freund hier wollte sich auch nochmal für die Unannehmlichkeit entschuldigen und ich
Box so mit dem Ellenbogen in Williams Seite. Ich bin Mortimer's Wrestling Champion of the World und es war ein Trainingsunfall. Das ist äußerst. Hast du das gehört? Ich dachte mal, sie trainieren in einer Turnhalle oder so, aber dass man auf Hotelzimmern oder in Apartmentzimmern trainiert, das wusste ich noch gar nicht. Training ist immer, immer, immer wichtig. Und das sei dir gesagt. Was haben sie denn da meine, trainiert? Das war ein Wrestling-Move. Ja, welcher? Das war der Canadian Destroyer. Aha. Alleine? Naja. Genau, mit ihm. Mit ihm habe ich das trainiert. Ja. Auf wen zeigst du? Auf Jonathan. Er schaut, zieht so eine Augenbraue hoch. Aber der war doch gar nicht hier. Aber ich hab's, in meinem Kopf habe ich's mit ihm trainiert. Ah, so. Er hat eine Puppe von mir. Wenn ich nicht da bin, macht er das mit der. Also, das Trainieren, sonst nichts. Schon klar. Danke für den Kaffee. Vielleicht könnten Sie mir noch eine Sicherheitsfrage beantworten. Aber natürlich. Und ich versuche ihn mal zu präsenzen. Mhm. Wie geht das? Jonathan hat das Regelbuch auf, habe ich gehört. Ja, mache ich sofort. Das auch nochmal aufmachen. Ich bin wieder ein. Total gut vorbereitet. Welche Kraft willst du denn? Ehrfurcht? Blick der Furcht? Entzücken? Also welche Stufe der Kraft? Ich denke mal, mehr ist gut, oder? Also ich habe 3. Hast 3. Entzücken. Da wirfst du dann, da gibst du einen Blutpunkt auf, wirfst aus Erscheinungsbild und Empathie. Und der, das Opfer, ist halt dann absolut entzückt von dir. Das halt zwischen einer Stunde und einem Jahr. Je mehr Erfolge du hast, desto länger. Macht eine andere Form mehr? Also was machen denn die anderen beiden? Ja, Ehrfurcht. Kannst du auf... Oder Blick der Furcht, also einschüchtern, nehme ich mal an. Nee, dann lieber entzücken, okay. 2 Erfolge. Ja, also es geht nochmal um diese Türgeschichte. Sie scheinen sich da ja auszukennen. Vielleicht kommen Sie doch nochmal mit hoch? Kassette. Ja, sicher, klar. Für Sie doch immer, Frau Williams. Williams, oder? Ich hätte... Ja, ich habe da noch ein ganz kleines Problem. Sie verstehen, ich bin eine Person der Öffentlichkeit, genauso wie mein Freund hier. Wenn das an die Öffentlichkeit gerät, dann... Ich weiß gar nicht, dass dann, Sie mit einem Wrestler verliiert sind. Wir sind nicht liiert, er ist nur ein Freund. Nichtsdestotrotz würde es sehr böse Gerüchte geben. Sie verstehen, schon Sie denken, dass wir liiert sind. Und das möchte ich nicht. Wenn Sie sagen, es gibt da oben Kameras, dieses Video davon, darf ich das bitte haben? Also es geht wirklich um mein Privatleben hier und ich möchte nicht, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt. Ja, natürlich, klar. Ach, das ist zu nett von Ihnen. Bleibt ja unter uns. Ja, und ich zwinker ihm zu. Sie sind der Beste, ich verstehe gar nicht, also ich fühle mich total sicher in diesem Haus, jetzt wo ich weiß, dass Sie hier Wache halten. Ja, ich fühle mich auch total sicher. Ja, könnte ich dann das Video haben? Oh, ja, sicher, klar. Moment, dafür muss ich in den Raum da hinten.
ja. Augenblick. Ich geh mal vorsichtshalber mit. Bevor immer los wird, würde ich ja so nah beim Ohr flüstern. Frag, ob er eine Kopie für die Alte gemacht hat. Ja. Der läuft in so eine Art Serverraum rein, wo halt die Sicherheitsbänder sind. Das ist doch die einzige Variante von diesem Band, oder? Also nicht, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Klar. Muss mir nur noch irgendwas Gutes ausdenken, warum das jetzt kaputt ist. Für den Chef. Ne? Sonnenwinde ist immer sehr gut. Da kann man alles mit begründen, was Technik kaputt macht. Ja. Gute Idee. Ja. Das würde ihn gerne überzeugen. Gerne. Natürlich wird es das. Todsicher. Hm. Gut, ja, hier, dann überreicht dir so eine kleine Data-Disk. Oh, vielen Dank, Sie. Vorzüglich, Dankeschön. Ja, kein Problem. Ich lege jetzt eine neue ein und dann fahre einfach die kaputt. Oder ist zu spät angesprungen wegen der Sonnenwinde, nicht wahr? Ja, genau. Oder gelöscht, das klingt sehr logisch. Ja. Natürlich. Ja. Dann schließt ach, ich bin so froh, dass wir das so leicht klären konnten. Diese Tür, sagten Sie, ist eine Sicherheitstür gewesen? Mhm. Ja. Wie schnell kann man die denn anfertigen lassen? Weil so ganz ohne Tür ist ja jetzt doch ein bisschen, Sie verstehen die Privatsphäre. Da bin ich überfragt. Da müssten Sie den Gebäudemanager fragen morgen früh. Der kommt so um 10. Oder ich könnte ihn auch jetzt anrufen. Sie können mir auch einfach die Nummer geben, dann haben Sie nicht noch mehr Umstände. Das alles ist das mache ich doch gerne. Also, ja, aber nein, wirklich. Also das überlassen Sie mal mir. Ich krieg das schon geregelt. Ich möchte nicht, dass Sie noch irgendwelchen Ärger kriegen. Ach, ich krieg doch keinen Ärger. Nicht wegen Ihnen. Das ist zu freundlich. Mhm. Ich schaue ratlos zu den anderen. Möchten Sie vielleicht ein Autogramm? Von Frau Williams, ja gerne. Eigentlich dachte ich von mir. Ich bin schließlich Moor! Ach so, ja, wenn es sein muss. Also. Guckt an dir vorbei, weiter auf Emma. Nee, muss nicht sein. Aber das Autogramm von Frau Williams kriege ich doch noch, von Miss Williams. Also ich bin noch nicht so berühmt, aber wenn Sie wollen. Ja. Haben Sie denn was zu schreiben? Ja, Moment. Tastet so irgendwie an sich und holt dann so einen Kugelschreiber raus. Ich hatte hier vielleicht auf dem Zettel hier. Und was ist das für ein Zettel? Das ist ein ganz normaler Notizblock. Ja, dann unterschreibe ich da einfach mit einem Herzchen dabei. Oh. Ja, reiß den so ab. Danke. Sehr gern geschehen. Ich danke Ihnen. Nein, ich danke Ihnen. Ja, belassen wir es dabei. Oh, schon so spät. Wir müssen auch los, ne? Rechten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Gerne. Hast du Nachbarn, mit denen du dich sehr gut verstehst, Emma? Emma hat das ganze Geschoss. Oh. Oh, dann gibt es doch eine andere Tür in einer anderen Wohnung, wenn du das ganze Geschoss hast, oder? Stockwerk die Wohnung ist das ganze Geschoss. Die Wohnung ist das ganze. Jetzt habe ich es verstanden. Zumindest das Bewohnte, ja. Ich müsste mir so eine Tür mal etwas näher anschauen.
habe kein gutes Gefühl dabei, dass deine Wohnung gerade keine Tür hat. Willkommen im Club. Entschuldigung? Ich schau William an. Schau wieder geradeaus. Ja, dann gehe ich einfach mal, obwohl es ist irgendwo spät in der Nacht, ne? Mhm. Klingeln irgendwie blöd. Ja, ich gucke mir einfach mal so eine Tür von außen an und wird eventuell nochmal die Bruchstücke angucken, gucken, ob ich irgendwo eine Modellnummer finde, würde die gerade googeln, um halt irgendwie zu verstehen, wie das Ding funktioniert, wo die Schließbolzen sind und so weiter. Ansonsten ist es ja reine Mechanik. Mhm. Und dann mache ich eine neue Tür. Tja, wie gut, dass man einen Blutmagier dabei hat. Und unglaublich gut. Unglaublich gut. Ja, da. Ja, bevor er irgendwie rausgeht oder dann halt das Empfangsportal quasi verlasst. Und, Frau Williams! Ja? Ich hätte es beinahe vergessen, aber ich hab's nicht vergessen. Hier, jemand hat noch was für Sie abgegeben. Für mich? Wie freundlich. Passend. Was ist es denn? Ein Zettel hier, ein Briefumschlag. Oh, vielen Dank. Ich wünsche noch eine geruhsame Nacht und lassen Sie sich den Kaffee schmecken. Ja, das werde ich mit Sicherheit. Ich werde ihn jeden Tropfen genießen. Ja, ich gehe um die nächste Ecke und öffne den Brief. Da steht drauf, das war wohl ein Nein, gezeichnet die Kaiserin. Scheiße. Ich glaube, die Frau, die da unten stand, das war die Kaiserin. Aber dann müssen wir es ja nicht mehr erklären. Was sei denn, William will sich noch irgendwie bei ihr entschuldigen. Sie hat gesehen, wie ihr Ghoul oder Typ da zu mir kommt, mich um, ja, ich sag mal, Unterstützung bittet und wie im nächsten Moment William ihn tötet. Ich meine, tötet. Dass er ausfällig wurde und deswegen ihn empfindlich getroffen hat, einen Triggerpoint traf und er deswegen die Beherrschung verloren hat. Das ist nicht nett, aber das ist nachvollziehbar bei uns. Kann sagen. Er hat ein wenig gegessen und deswegen... Naja, aber das wäre gelogen. Ja und? Man lügt nicht, hat meine Mama gesagt. Man bringt auch keine Menschen um, William. Hast du das nicht gesagt? Wahrscheinlich nicht. Das war ein Versehen. Mhm. Dann hast du halt aus Versehen gelogen und grinst dabei. Wir müssen ja jetzt nur noch die Leiche loswerden. Das ist doch alles gut. Das Häckslerangebot steht. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwelche zerstückelten Leichenteile meine Toilette runterspült. Vor allem, aber das kommt doch auch raus. Aber das ist der einfachste Weg, wie man die los wird. Du musst sonst eine Leiche hier da unten tragen. Ich habe eine Idee. Wo willst du denn damit hin? Ich kann Objekte temporär erschaffen, die dann wieder verschwinden. Ich erschaffe ein Fass mit Säure, wir werfen ihn ein und er verschwindet mit dem Fass mit Säure. Das ist eine gute Idee. Das wäre gut, ja. Die gefällt mir besser. Ich kümmere mich trotzdem erstmal um die Tür. Ja, wie gesagt, dann stelle ich da meine Nachforschung an. Ich sag's mal. Ja, natürlich ist es blutintensiv, aber wir haben ja ein wenig Blut in der Badewanne liegen. Ja. Blut von Toten. Ja, wenn wir Blut aus Karaffen trinken, trinken wir doch auch Blut von Toten, oder? Nein. Ah, gut, dann. Pizza-Service und so, kennst ja. 2 Erfolge reicht. Also, Tür.
So, William, einbauen. Aber natürlich, ich brauche einen. Nee, brauche ich doch nicht. Ich hänge sie ein. Du musst einfach nur die drei Schließstifte ziehen, dann fällt halt das Teil von der Tür, was immer noch an dem Scharnier ist, auf den Boden. Dann kannst du die neue einhängen und die Stifte wieder reindrücken. Woher weißt du sowas? Ich habe mir gerade ein YouTube-Video dazu angeschaut. Das ist ein sehr netter Schreiner aus Oakley. Okay. Ja. William, mach mal Handwerk und Geschick zum Einhängen. Sekunde bitte. Handwerk ist was genau? Auf Englisch, Moment. Crafts. Und Geschick ist Dexterity. Ja, da bin ich ja richtig drin. Das ist doch super. Drei Erfolge. Dann bist du der perfekte Handwerker, um das Ding in die Tür, in den Türrahmen wieder einzuhängen. Jetzt habt ihr nur noch die Überreste vom von der Tür und die Leiche. Ja. Den Müllcontainer für die Überreste wirst du ja wohl finden, William. Ich denke, ich sollte irgendwo anders hinfahren und nicht hier in der Nähe bleiben. Na, wir wissen ja, dass hier die Tür kaputt ging, von daher ist das ja irrelevant. Aber die Leiche und das Fass mit Säure reintun, machst du bitte selbst. Aber ich... Muss das hier sein? Willst du die Leiche mit raustragen, damit sie die Kameras nochmal sehen? Außerdem müssen die Fliesen auf dem Bad säurefest, wenn ein paar Spritzer vorbeigehen. Sind dir sicher, dass die. Welche Säure soll das denn sein überhaupt? Keine halben Sachen, Königswasser. Wow, sowas kannst du? Ja, ich denke schon. Gibt's nicht noch eine andere Lösung? Also mit Salzlake kriegen wir das nicht hin, das wäre eine Lösung. Oder meintest du jetzt Lösung im nicht-chemischen Begriff? Lösung im nicht-chemischen Begriff würde ich bevorzugen. Es gibt sehr viele Lösungen. Wir können ihn einfach auf die Straße werfen und sagen, er ist von der Bande überfallen worden, falls jemand fragt. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten ihn im Blumenbeet vergraben. Diese Idee gefällt mir wesentlich besser. Wir ziehen doch eh bald aus, oder? Immer? Ja, und wenn der Gärtner das nächste Mal die Blumen umgräbt, findet er eine Leiche und... Wir sind immer noch auf den Kameras drauf, wie wir etwas rausbringen. Oder meinst du das Blumenbeet auf der Terrasse? Auf der Terrasse. Dann fällt's ja definitiv auf Emma zurück. Sicher? Schaue Emma fragend an. Nein, das ist keine adäquate Lösung. Aber Emma kümmert sich gar nicht um die Blumen, sondern irgendjemand anders. Vielleicht war ja, und der findet die Leiche. Blumenbeet. Werden niemand anderen einen Mord anhängen, den William begangen hat? Das können wir nicht tun. Das ist gelogen, William. Genau, das darf ich nicht. Das ist nicht gut. Ich verstehe nicht. Immer dann noch gesagt, Lügen wäre okay. Also nur. Für mich ist es nicht okay. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht lügen. Kommt mir bekannt vor. Aber wir müssen eine andere Lösung finden. Das mit der Säure gefällt mir nicht. Warum nicht? Ich schmeiße ihn da nicht rein. Das ist... Jetzt stell dich mal nicht so an, William. Das ist gegen die Regeln? Gegen welche Regeln? Die Regeln der Ethik. Ach, es ist aber ethisch vollkommen in Ordnung, einen, der uns nicht angegriffen hat, so zu verletzen, dass er stirbt. Das war ein Versehen! Dann wirf ihn aus Versehen in diesen Scheißbottich! Ich will ihn aber nicht in das Fass werfen.
Kann Melina das nicht machen? Das ist eine gute Sache. Emma kann ich mal, kann deine Scheiße nicht wegräumen. Du hast die Kacke hier verzapft. Du kümmerst dich drum, dass das hier verschwindet. Ich mache es nicht. Nach dem ganzen Hin und Her hier kann Emma mal einen Selbstbeherrschungswurf machen. Wer? Ich? Emma. Ach nee, okay. Die hat ja die ganze Zeit mit dir zu tun schon. Ja. Zwei Erfolge. Ja, kannst dich beherrschen. Können wir ihn nicht einfach verbuddeln? Auf dem Friedhof? Dann müssen wir ihn raustragen, William. Nein! Wir könnten ihn klein hacken und dann einzeln raustragen. Was war das? Ich habe keine Ahnung in meinem Kopf. Ich höre Stimmen. Das wäre was ganz Neues. Wie wäre es, wenn wir einen Bestatter anrufen? Du willst einen Bestatter anrufen? Du willst jemandem anrufen und es erzählen? Naja, man kann ja sagen, er ist gestolpert und mit dem Kopf gegen die Tür gefallen. Und jetzt soll er natürlich schnell und ohne Aufsehen beerdigt werden, ohne dass wir die Polizei informieren. Hm. Klar, welcher Bestatter macht das nicht? Wir könnten Brennan fragen, ob es irgendwie professionelle Leichenbeseitiger-Vampire gibt. Diese Idee gefällt mir sehr gut. Frag ihn. Dann wissen aber noch mehr von uns, von der Sache. Im Moment weiß es nur die Kaiserin. Und ich bete dafür, dass sie es nicht an die große Glocke hängt. Na gut, dann schmeiße ich ihn halt in das Fass. Ich will zugucken. Was stimmt mit dir? Ich gucke dir sehr verstört an. Hey, der ist auch schon tot. Kann nichts mehr mit passieren. Hallo, ist noch irgendein Stück in dir menschlich? Hast du irgendwie noch ein bisschen Funkenanstand in dir? Findest du das schön zu sehen, wie ein Mensch? Das weiß ich nicht, ich habe es noch nie gesehen. Das ist auch nicht gut! Na gut, dann halt nicht. Jonathan, kannst du mir vielleicht helfen, bitte? Und zum ersten Mal sieht man nur ein bisschen Zweifel in den Augen von John, von mir. Bei was helfen? Naja, ihn in das Fass zu schmeißen, bitte. Du sollst ihn nicht reinschmeißen, du sollst ihn ganz langsam reinlassen, weil wenn das Zeug aus dem Fass rausspritzt, zerfrisst es dich. Das ist die stärkste Säure, die es auf unserem Planeten gibt. Okay, dann brauche ich deine Hilfe erst recht, bitte. Eben nicht. Du nimmst den unter den Arm, du bist ziemlich groß, hebst ihn über das Fass und lässt ihn langsam rein. Das geht so mit Abstand am besten. Aber er ist ziemlich schwer. Auf die Sache nagel ich dich irgendwann fest, William. Portia ist schwerer als er. Er war nur Haut und Knochen. Und nicht besonders groß, oder? Ja. Dann mache ich es eben alleine, wenn mir keiner helfen will. Ich kann dir gerne. Ich darf nicht. Du darfst nicht, richtig. Ich kann dir gerne die Schulter tätscheln. Dir Mut zu sprechen. Hol die Säure. Ich habe Kinnkraulen. Ja. Dann gucke ich mal, wie groß das Bad ist, ob wir das irgendwie hinkriegen, das Fass Säure neben dem so Google halt noch säurefeste Matratze. Ja. Jonathan, Entschuldigung, wenn ich da dich beim Googlen störe, aber wie kriegen wir das Fass denn wieder hier weg? Es verschwindet von selbst, das ist ja der Gag. Und das läuft nicht aus? Was für Überreste? Na, Zähne? Es funktioniert. Ich habe gerade keine bessere Idee. Ich hoffe, dass es sich schnell genug auflöst, damit
die Bestandteile in der Säure gelöst sind und dann mit der Säure verschwinden. Und wenn da irgendein Schleim auf dem Boden übrig bleibt, putzen wir den halt weg. Das mache ich nicht. Doch, das machst du dann. Bitte, allein weil was? Mann. Ja, ich google gerade nochmal Kunststoffe, die Königswasserbeständig sind. Mhm. Ah, danke, Lucky. Ja. Dann würde ich sagen, hier, William, halt ihn schon mal hoch, das Fass bleibt nicht ewig da. Okay. Ja, und dann mache ich halt so, dass ungefähr Halbfall mit Säure ist, irgendwie 100 Liter Fass. Das heißt, wenn er reingeht, der Pegelstand der Flüssigkeit so hoch ist, dass das Fass nicht überläuft, aber er komplett drin versunken ist. Die Maße gucke ich mir vorher nochmal an. Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht die Beschwörung. Ja, und vor allen Dingen können alle mal, das ist ein schöner Hinweis vom Hotney, danke, alle mal auf ihr Gewissen würfeln. Fun Sense oder was? Mhm. Leiche verschwinden lassen, finde ich jetzt nicht so unmenschlich, aber gut. Ja, an jemanden in Säure auflösen, also. Der ist doch schon tot. Ja. Also Gartenhäcksler durchs Klo finde ich jetzt wesentlich, ja, oder Kleinhacken. Das ist beides nicht besonders angenehm. Minus ein Erfolg. Oh, das ist sogar ein Patzer, warte mal. Ja. Joe hat's geschafft. Was ist mit Jonathan? Habe ich erst überlesen? Ja, der erste 2 Successes. Okay. 1 von 4. Dann verliert Sere über die ganzen Überlegungen auch einen Humanity. Beziehungsweise kannst du noch einschreiten, um es zu verhindern. Also ihr habt es ja noch nicht durchgeführt. Es ist auf jeden Fall, ist es dir nicht, das ist, geht gar nicht. Das ist so furchtbar. Können wir nicht irgendwie, gibt es keine Möglichkeit, die ihm ein etwas würdigeres Ende beschert? Das war ja auch meine Frage vorhin und ich habe zur Antwort bekommen, nein? Wir müssen ihn irgendwie hier rausbringen, dann, wenn ihr ihn beerdigen wollt. Was ist denn, wenn wir ihn in Decken einwickeln? Das ist total unauffällig. Ja, pass auf, ich habe eine Idee. Der Teppichtrick. Ich habe eine sehr gute Idee. Ich meine, Jonathan hat ja dem Wachmann gesagt, dass wir eine Puppe haben, mit der ich Wrestling trainiere. Und wenn wir ihn in die Decke einwickeln und dann wegbringen, dann denkt er vielleicht, wir haben die Puppe eingewickelt. Ich habe auch noch eine Idee. Wir könnten auch die Kameras mit so einem Bild überhängen, dass man nicht sieht, wie wir vorbeigehen. Dann können uns immer noch Menschen sehen. Ich schau mal William wieder an. Wie gut beherrschst du deine Disziplinen? Welche? Und soweit ich weiß, können Malkavianer die Disziplin der Verdunklung, dass du verschwindest und ab höheren Stufen Objekte mit dir. Ich hab's noch nie ausprobiert. Ah, das ist ein guter Anfang. Ja, wir können es probieren. Ich gehe davon aus, dass es Obfuscate ist, richtig? 2. Ja, auf Obfuscate 2 kannst du dich. Ja, brauchst mindestens 4. Du brauchst 4 da, ja. Andere mit. Ich glaube, das kann ich. Also, wir können es probieren.
Na gut, wir dürften dich ja dann eventuell nicht mehr sehen. Kannst ja mal versuchen. Okay, worauf würfel ich? Auf Fußgeld glaube ich gar nicht, oder? Das müsste einfach so funktionieren, ja. Ja. Na, okay, dann. Dann. Warte. Obfuscate 2 hat er. Wieder kein ja. Wurf nötig, ja. Es sei denn, der Charakter spricht, greift oder lenkt, tralala. Ja. Erst ab dem dritten muss man würfeln. Ja. Und Geistesschärfe und Heimlichkeit kann man verlangen, um zu gucken, ob du heimlich bleiben kannst. Ja, aber halt auch nur für ihn selbst. Ja. Ja, dann, geschieht, was geschieht. Okay. Dann verschwindet, also das kannst du nicht, wenn andere hingucken, du musst halt irgendwo hin, wo dich keiner sieht und dann kannst du dich halt verdunkeln. Ich gehe mal kurz in den Schrank und dann gehe ich mit dem Kaiser im Arm Richtung Schrank und öffne ihn und kletter hinein. Mhm. Ja, und dann geschieht, was geschieht. Ja, sieht dich ja keiner. Bist du bisher im Schrank. Hat es funktioniert? Wenn du sprichst, musst auch, ja, brichst du die Verdunklung. Da ich es noch nie gemacht habe, kenne ich mich damit ja nicht aus. Also von daher... Wird wahrscheinlich, ja, dann wirst du wieder sichtbar. Also, dich hat vorher keiner gesehen, von daher keine Ahnung. Und, kann man mich sehen? Jetzt ja, weil du gesprochen hast. Ah, ich verstehe. Oh, und was war mit dem Kaiser? Hat man ihn auch gesehen? Weil du sprachst, ja. Bist ja hinter der Tür verschwunden. Keine Ahnung, ob man das vor sie eben sehen konnte. Die Tür wieder aufmachen und dann rauskommen mit ihm. Wenn er die Tür aufmacht, wird er aber auch sichtbar. Dann muss er, ich hoffe, es ist so eine Schiebetür, dahinter die offene Schiebetür hinten dran gehen. Ich habe mir das vorgestellt, dann macht die Schranktür auf, lässt die Tür offen, geht halt um die andere rum, dann siehst du nicht mehr sichtbar. Verstand. Ja, gut. Aber sobald er den Kaiser halt anhebt und rausläuft, ist er halt wieder entdunkelt. Also, weil der Kaiser fliegt ja dann quasi. Der wird nicht mit verdunkelt. Da hat's geklappt. Nein. Leider nicht. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Also, doch der Deckentrick. Mir fällt nichts Sinnvolles ein sonst. Wie wäre es, wenn ich unten den Security-Mann ablenke und ihr die Kameras abklebt und dann kommen wir doch raus, oder nicht? Oder noch besser, Emma lenkt ihn ab, die ist ja eh so beliebt bei ihm gerade. Melina? Wenn wir das irgendwie hinkriegen, also Kameras abkleben. Ihr müsst ja nur ganz kurz an der Kamera vorbei. Ich könnte so tun, als ob ich sie putze oder sowas und dann habe ich ja einen Lappen da drüber. Also ich hab die Idee. Okay. Ich konnte früher am besten nachdenken, wenn ich auf der Toilette saß. Ich muss zwar nicht, aber ich gehe mal kurz. Und wenn mir was einfällt, sag ich euch gleich Bescheid. Alles klar. Du nicht? Doch. Dann machen wir eine kurze Pause, bis er wieder da ist, ob ihm was eingefallen ist oder nicht. Bis bald.